Willkommen zurück zu Felix Wright, Ace Attorney, mit mir, dem Maser und TK. Auf? Weiß ich nicht. Muss deinen Namen sagen. Auf? Bei Blutkorb. Auf TKs Kanal, würde ich sagen. Okay, aber wir sind noch bei Blutkorb gerade. Ja, ich weiß. Also, ihr seht dieses Video jetzt halt auf Blutkorbs Kanal, mein Gott. Ja, wir haben jetzt extra einen Kanal aufgemacht, der Blutkorb heißt. Nur um diesen Part zu veröffentlichen. Okay, dann wollen wir mal weitermachen, nicht? Ob jetzt wirklich Leute googeln, die das gehört haben? Bestimmt. Wait! Sie sind das! Was soll das mich zu so einer Zeit an. Was? Was soll das mich zu so einer Zeit anzurufen? Hallo, Herr Oberstaatsanwalt. Ich habe es mir überlegt. Ich möchte morgen aussagen. Was? Was soll das jetzt? Der Fall Mia Fey. Ich war Zeuge des Mordes, verstehen Sie? Deshalb würde ich als sehr wichtiger Zeuge gern aussagen. Was? Warum das jetzt? Haben Sie nicht gesagt, Sie wollten nicht vor Gericht? Still jetzt. Hab doch gesagt, ich hätte es mir anders überlegt, oder? Ach, und noch etwas. Schicken Sie sofort die Polizei her. Der Mann steht direkt vor mir. Er sieht benommen aus, könnte aber gewalttätig sein. Was? Welcher Mann? Hören Sie überhaupt zu? Der Henker, der Attentäter, der Killer, der Mördermann! Was? Herr White, das ist nicht die wieder. Das. Was? Das ist nicht wieder einer von diesen. Herr Oberstaatsanwalt. Wild? Ich denke, Sie sind nicht in der Position, mir gegenüber Ihre Meinung zu äußern, oder? Ich sage Ihnen, dass Sie die Polizei schicken sollen. Sofort. Habe ich es Ihnen nicht gesagt, Herr Wong? Sie sind bloß ein Anwalt. Genau wie Madame Mia. Wie können Sie es mir wagen? Vor allem. Wovor macht er sich Sorgen? Er kann doch nicht mal der Mörder sein! Yep. Obwohl, er war ja da, aber. Nein! Ich werde mit dem Finger auf Sie zeigen. Und sie werden des Mordes an mir angeklagt. Der Fall ist so gut wie durch. Kein brauchbarer Anwalt wird sie verteidigen. Ich habe Freunde bei der örtlichen Anwaltskammer gekauft. Sie erhalten einen dermaßen unfähigen Anwalt, dass selbst sie noch kompetent erscheinen. Ich, mir schwindelig. Inspektor Gumshoe, zu Diensten, Sir. Ah, Butz, Harry Butz. Wright, eigentlich Felix Wright und mein Freund heißt Larry. Ach richtig, sorry Kumpel. Butz war der Mörder, richtig? Inspector Gumshoe. Dies ist der Mann, der Mia Fey getötet hat. Was? Nehmen Sie diesen ekelhaften Menschen in Gewahrsam. Leben Sie wohl, Herr Wrong. 8. September 1537, Strafanstalt, Besucherraum. Ich kann es nicht glauben, die erste Gerichtsverhandlung ist erst ein Tag her. Meine Verhandlungen beginnen morgen. Wright wird mir eine Falle stellen und die Anklage wird sich natürlich darauf stürzen, Ethert inklusive. Gestern ist mir offiziell ein Pflichtverteidiger zugewiesen worden. Ich habe abgelehnt, ich hatte eine Idee. Wright! Oh, Maya. Großartig, Sie haben sie aus der Haft entlassen. Ich will ja nichts sagen, aber jetzt sitzen die nicht jetzt gerade wieder drin. Ja. Waren die echt zu voll, den Screen zu ändern, so dass im Prinzip, dass sie rausguckt? Was ja eigentlich interessant für uns wäre, aber. Ja. Wir waren sehr faul. Ach, erst gerade eben. Das habe ich nur Ihnen zu verdanken. Ach was, ich fürchte, wir haben bloß die Plätze getauscht.
Wie bitte? Wollen Sie damit sagen? Ich erklärte Maya, was geschehen war. Ich kann es nicht glauben. Wie viele Menschen muss dieser Mann noch zerstören, bis es ihm reicht? Meine Mutter, meine Schwester, mein Superstar. Ja, sie hat so gesagt, sie ist der Fan. Das geht zu weit. Komm mal laufen. Herr Wright, sagen Sie mir, wenn es etwas gibt, was ich für Sie tun kann. Nun. Verteidigen Sie mich, machen Sie mir Mut, helfen Sie mir hier raus. Ja, was so? Klar. Gut, okay, hören Sie gut zu. Ich möchte, dass Sie mir helfen, hier rauszukommen. Sie meinen einen Ausbruch? Ja, heute ist unsere einzige Möglichkeit. Einverstanden. Hä? Ich besorge dann mal eine Feier, solange die Geschäfte noch geöffnet haben. Oh, eine Strickleiter und ein Fluchtauto. Können Sie fahren? Warten Sie. Was? Ich mache dir Spaß. Nein! Das kann nicht sein! Doch, das war ein Scherz. Danke, gut zu wissen, dass Sie auf meiner Seite sind. Und es gibt wirklich nichts, was Sie für mich tun können. Warum hat er sich das zu sich selber gesagt? Keine Ahnung. Einfach herumsitzen und nichts tun. Ich muss diesem Typen mal die Meinung sagen. Nur ein bisschen. Einverstanden. Dann kommen Sie doch morgen zur Verhandlung. Okay, ich werde da sein. Und Burgers essen. Den werde ich zeigen. Ein neues Jahrtausend. Ja, doch mit den Verbrechern. Ja. Doch mit den Verbrechen ist es noch die gleiche alte Leier. In Wahrheit ist es schlimmer geworden. Da sind langwierige Verhandlungen unrealistisch. Vor ein paar Jahren wurde ein Limit von 3 Tagen für IRS-Verhandlungen eingeführt. Fast alle enden am ersten Tag, meist mit einem Schuldspruch. Ich hätte nie gedacht, dass ich selbst mal auf der Anklagebank lande. Morgen wird der wahre Täter als Zeuge aussagen. Das ist es dann, er oder ich. Kämpf den Schuldigen! Vorsitzung folgt. Ich bin trotzdem dafür, dass der Schuldige geköpft wird. 9. September 9:52 Uhr. Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 1. Ich glaube, der hört mir gerade gar nicht zu. Was? Ich sag jetzt nichts. Der Angeklagte soll, der Schuldige soll geköpft werden? Ja. Ja, damit wir den Verbrecher los sind. Und damit das Spiel eine FSK 16. Moment. Wir müssen das ja nicht zeigen. Okay. Ja, ich schätze, jetzt kommt's drauf an. Ja. So oder so, der Fall wird heute entschieden. Phoenix da! Eine Fliege! Staatsanwalt Edward? Ich habe gestern einen Anruf von der Staatsanwaltschaft erhalten. Man sagte, was immer Herr White heute sagt, sei die absolute Wahrheit. Gleichgültig, wie sehr sie seine Aufgabe auch angreifen. Wenn ich Einspruch erhebe, da bin ich mir sicher, wird der Richter mir zuhören. Was hat White den Richtern jetzt auch in der Tasche? Sie sagen also, dass ich schuldig gesprochen werde und das war's. Ich werde alles dafür tun, um mein Urteil zu bekommen, Herr White. Alles. Aber warum? Wie können Sie einen Unschuldigen so quälen? Unschuldig? Wie können Sie das wissen? Die Schuldigen werden immer lügen, um davon zu kommen. Wir werden niemals wissen, wer schuldig und wer unschuldig ist. Wir bleiben nur dafür zu sorgen, dass jeder Angeklagte für schuldig befunden wird. Das ist mein Motto. Und mit diesem wunderschönen Motto können wir sagen, dass das Spiel jetzt zu Ende ist. Weil wir niemals rausfinden, wer schuldig und unschuldig ist. Edward, Sie haben sich verändert. Phoenix, Sie kennen ihn?
Erwarten Sie deswegen keine Sonderbehandlung, Herr Phoenix White. Phoenix, woher kennst du den? Nun, die Verhandlung fängt gleich an. War die nicht letztens auch dabei? Ja. Woher dann die Frage, ob... Was? Warten Sie! Der Verteidiger ist doch noch nicht mal da. Er ist nicht... Ich werde mich selbst verteidigen. Das Face gerade. Was? Na schön, los geht's. Heute ist September 10 Uhr. Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 1. Wir können, wenn jetzt Maya auf einmal die verteidigen würde. Das Gericht verhandelt jetzt den Prozess gegen Herr Phoenix Wright. Die Anklage ist bereit, euer Ehren. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Herr Wright, fühlen Sie sich dazu wirklich in der Lage? Ja, euer Ehren, ich werde mich selbst verteidigen. In Ordnung. Sehr gut, Herr Effworth. Ihr Eröffnungsplädoyer, bitte. Da die Einzelheiten des Falls im Gericht bereits hinreichend bekannt sind, hören wir heute die Aussage eines weiteren Zeugen des Angeklagten, Verbrecher des Angeklagten. Ich verstehe. Die Anklage darf ihren Zeugen aufrufen. Das ging aber schnell. Warum hat der Effort nicht gefragt, warum sein Zeuge nicht früher ausgesagt hat? Es ist, als ob er es schon wüsste. Wenn hier jemand dagegen Einspruch erheben will, bin es wohl Einspruch. Herr Third, Sie schulden dem Gericht eine Erklärung. Warum hat der Zeuge nicht im Prozess gegen Frau Maya Fay ausgesagt? Ich bin untröstlich. Herr White ist ein vielgefragter Mann und außerdem dachte ich, dass Frau Mays Aussage ausreichen würde. Ich bitte das Gericht erneut vielmals um Entschuldigung. Was ist das? Das ist niemals im Leben vorbildlich. Hey, komm, wir lassen einfach einen Zeugen über Mord vorweg. Warum nicht? Wir können auch die Beweismittel einfach weglassen. Wir brauchen schon Beweismittel. Wir können auch einfach das Gefängnis wegwerfen. Wer braucht es schon? Die Mörder kommen irgendwann raus und schlachten wir einen ab. Hey! Wir brauchen nicht mal ein Gericht. Schmeißen wir das Gericht auch einfach weg. Und das Spiel auch in die Tonne. Hey! Hey, guck mal, wir haben eine Animation gefunden, die keine Animation hat. Was sind die Pfeile? Ja, großartig, der trägt dick auf und ich kann nur zusehen. Ich rufe Herr Red White in den Zeugenstand. Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen an. Nein, bitte nicht. Mein Name ist Yellow Blue Red White. Ich möchte meine ehrenwerte namentliche Bezeichnung erfahren. Ihren Namen? Ja, das habe ich doch gesagt. Ach du meine Güte. Verwirrt sie etwa meine Ausdrucksweise? Ihren Namen. Die zwei sind ein tolles Paar. Mein Name ist Red White, aber meine Freundin nennt mich Blanco Nino. Ich bin CEO, oder um es vulgär auszusprechen, Präsident der Blue Cop Gesellschaft. Ich vermisse immer noch was Gelbes, ne? Ich weiß nicht warum. Kannten Sie das Opfer Frau Mia Fay? Eindeutig negativ. Nein, ich kannte sie nicht. Sie waren in der Nacht des Mordes im Hotel Gatewater. Korrekt. Und von dort aus haben Sie auch das Verbrechen gesehen. Warum erzählen Sie, was Sie ohnehin schon längst wissen? Sehr gut, Herr White. Ihre Aussage, bitte. Ich muss die Aussage dieses Teams zerpflücken, sonst bin ich erledigt. Warum kommt es mir immer so vor, als ging die Welt unter und nur ich bin noch da? Hohoho. Muss das sein? Ich hoffe, Sie haben Ihren Frieden mit Gott gemacht, Hornwald. Geben Sie es ihm, Phoenix! Sagte sie und biss in den Burger. In den Burger!
Halshoch. Es war so gegen 21 Uhr, glaube ich. Ich studierte gerade, las gerade einige Dokumente am Fenster. Dann hörte ich draußen auf einmal Tumult. Überrascht blickte ich hinüber zu dem Gebäude gegenüber. Und da sah ich ihn. Ein Mann mit Igelfrisur griff eine Frau mit langen Haaren an. Ich muss sicherlich nicht extra erwähnen, dass Sie dieser Mann waren, Herr Anwalt. Ich rief Fräulein May zu mir und auch sie war natürlich vollkommen sprachlos. Das Opfer, sie rannte weg, aber Sie sind hinterher, Sonic. Dann gab es diese schrecklichen Impaktionen und dann war es vorbei. Wenn es so war, wie Sie behaupten, ist der Angeklagte schuldig, fürchte ich. Ich weiß auch schon, wo ich angreifen würde. Sehr gut, Herr Angeklagter. Ich meine natürlich Herr Wright. Ihr Kreuzverhör gegen ihn selber. Würdest du denn angreifen wollen? Zum einen bei dem Satz mit glaube ich, weil das klingt allein schon von der Tatsache her so dumm. Das war am Anfang der erste Satz. Also es war so gegen 21 Uhr, glaube ich. Woher wussten Sie, wie spät es war? Weil ich absolut Was? Weil ich absolut perfekt bin. Nein. So einfach kommen Sie nicht davon. Sie sind zu misstrauisch, Herr Anwalt. Nun, wie war der korrekte Ausdruck für Sekretärin nochmal? Was? Achso. Jedenfalls hätte Fräulein May für 21 Uhr den Zimmerservice bestellt. Es geschah kurz nachdem der Zimmerservice gekommen war. Das war Frau May auch gesagt. Weiter! Na klar, immer weiter. Korrekt, der Page brachte den Kaffee und sah Frau May. Aber er hat ausgedacht, dass er sonst niemanden gesehen hat. Das ist Ihr Problem? Dummer Anwalt. Frau May nahm den Kaffee außerhalb des Zimmers entgegen. Natürlich konnte er mich nicht sehen. Dazu hätte er Röntgenauge gebraucht, wie eigentlich jeder hat. Sie uns sagen, was Sie in diesem Augenblick getan haben. Ich liebe diese Stimme, die du machst bei dem. Ach meinst du, ich habe jetzt die Stimme für den gefunden? Ja, ich liebe einfach diese Stimme, die ist einfach so cool. Okay, wo wirst du sonst angreifen? Oh, warte, ich studierte gerade, weiter? Weiter? Weiter. Weiter. Das war's danach, ne? Da kommt noch eins. Ein Satz, den ich angreifen würde, kommt vielleicht noch. Okay, weiter. Ich würde das angreifen. Weil wir wissen nicht, in welche Richtung das Opfer rennt. Weil... Warte, da hatten wir doch was, dass die nach rechts läuft. Drahte nach rechts, dann wurde sie getroffen. Ich würde gerne wissen, ob was er sagt. Ja, komm! Ja, greif mal an, wenn er sagt nach links, dann präsentieren wir ihnen das Ding. Können Sie das etwa so genau beschreiben? Ich denke, es lohnt sich, zu erfahren, was genau passiert ist. Das wissen Sie doch. Natürlich, Capito, ich verstehe. Das Opfer wurde angegriffen von Ihnen. Und dann rannte es nach links. Okay. Auf genau diesen Wort, auf diesen Satz habe ich gewartet. Sie sind hinterher und schlug es zu nieder. Sind Sie sicher? Oh, jetzt raff ich auch, wo man nach links sagt.
weil er vor ihr stand und deswegen, sie standen ja beide auf der anderen Seite. Was bei ihr nach rechts ist, ist bei ihm nach links. Och, wie sie wissen, bin ich absolut Pussy-Loot perfekt. Würden Sie Ihre Aussage bitte um dieses Detail ergänzen? Ja, hau rein. Hau ihn das in die Fresse. Moment mal. Herr White, da haben Sie sich Ihr eigenes Grab geschaufelt. Wie bitte? Ich sehe aber gerade, dass der Parzell ist. Und wie er dieses Grab mit einer Minecraft-Schaufel und zwei Erdblöcken geschaufelt hat, seht ihr im nächsten Part von Let's Play Minecraft Ace Attorney. Tschüss.